So, guten Morgen, ihr Lieben. Es ist schon wieder 10:30 gleich. Ja, wir werden jetzt auschecken. Ich habe hier schon aufgeräumt. Wir werden auschecken und ins nächste Hotel gehen. Wir bleiben aber heute noch mal auf jeden Fall in Osaka. Ich denke, morgen geht es erst weiter und wollen uns heute noch mal das Viertel Dotonbori in aller Ruhe geben. Heute mal nicht weiterreisen, nur ins nächste Hotel und dann mal schauen, was der Tag heute so bringt. Freue ich mich schon sehr drauf. Und das nächste Hotel, das ist auch direkt in dem Viertel Dotonbori. Wir müssen nur ein bisschen, jetzt noch ein bisschen mit der Bahn fahren. Wie gestern Abend eben auch. Und dann schauen wir mal. So, wir haben uns jetzt, bevor wir zum anderen Hotel fahren, noch ein Frühstück rausgelassen. Hier haben wir noch ein bisschen Reis von gestern. Das ist so Bohnenreis. Einfach nur Reis mit Bohnen. Dann habe ich mir hier einen Blaubeerbagel rausgelassen und da ist einfach nur ein bisschen Baguette und das gönnen wir uns jetzt. Heute kann ich euch ja nicht so viel Neues zeigen, weil wir in dem gleichen Viertel sind wie gestern und heute hier nur rumgammeln und rumtrödeln. Ja, sehr dezente Pachingo-Halle, würde ich mal so behaupten. Ungefähr die größte Werbung, die wir jetzt bis jetzt da gesehen haben. Ja, es ist jetzt übrigens Tag, wir suchen uns jetzt ein schönes, kuscheliges Kaffee. Und warten dann, bis wir einchecken können. Das ist die berühmte Riesenkrabbe. Da kann man Krabben und Lobsters essen. Ich weiß, das ist Tierquälerei und voll schlimm, aber das ist halt hier voll die Attraktion. Die wackelt auch voll, diese Krabbe. Und hier ist auch überall ewig die Werbung. Verrückt, verrückt, verrückt. So, endlich mal ein Laden für mich. Ich habe aber nichts gekauft, obwohl es da ganz viele Stitch-Sachen gab. Und ich totaler Lilo und Stitch-Fan bin. Habe mich jetzt total gefreut und so und jetzt gehen wir aber erstmal ins Hotel und ruhen uns da mal ein paar Stündchen aus und dann schauen wir mal, was heute noch so geht. So, eigentlich wollte ich uns jetzt mal mit japanischem günstigem Geschirr versorgen, aber irgendwie hat die Kitchenware-Straße schon zu. Vielleicht hat die auch einfach nur mittags offen, ich weiß es gar nicht. Schade eigentlich, aber so genießen wir einfach so noch ein bisschen hier das Nachtleben. Ist ja ganz schön viel Action hier, wenn ihr mal bei mir im Hintergrund guckt. Also hier wird echt jedes Klischee bedient, hier kann man wirklich alles machen, was ich vorstellen kann. Hier hinter mir ist so ein Retro-Spieleladen, wo man 1000 Spiele von billig bis teuer für alle möglichen Spielekonsolen kaufen kann. Für Dreamcast, für Nintendo, für Gameboy. Ewig cool, das ist halt Kindheit irgendwie. Ne? Ist schon sehr cool. Ist eh Wahnsinn, was hier schon wieder los ist. Ist echt toll.
an diesem quatschigen Konsumtag, lustigen Tag, wo wir gar nicht weiter gereist sind, gibt es jetzt noch einen Chili Cheese, Avocado, Soja, Burger, Veggie natürlich und Onion Rings und Pommes, also ein bisschen Fast Food. Ich zeige euch das mal. Der Burger. Da freue ich mich jetzt voll drauf. Und Onion und Pommes und ein Ginger Ale. Und ja, das ist jetzt mein Abendessen. Mampf, Mampf.